Hallo und herzlich willkommen hier zu einer weiteren spannenden Folge Diablo 3, denn dieses Mal... spannend, denn ich weiß gar nicht, das setzt mich jetzt unter Druck. Nein! Ich weiß gar nicht, ob wir dieses Mal dem Obermufti hier von diesem Aktenbegegner, dem Dämon, ob wir ihm auf die Mütze hauen können oder er uns. Aber ich bin da ganz froher Dinge und gut, dass ich das nicht alleine durchstehen muss. Tüdelü, kommt Jungs, wir gehen mal irgendwo hin. Wo willst du hin? Hey, wo willst du hin? Ja, aufs Maul, oder wie heißt das so schön? Ne? Ja, bloß wer wem? Das ist immer die große Frage. Ja, das kann ich dir nicht sagen. Also grundsätzlich wäre ich erstmal dafür, wir ihm sozusagen. Ja, an der Rand des Abgrunds. Oh! Ja, dann gehen wir da. Annehmen. Eldruin wird das dämonische Siegel zerstören, das dieses Tor beschützt. Sind wir schon da, wo wir hinwollten? Das sah ein bisschen so aus, ne? Ja, da habe ich jetzt so schnell nicht mitgerechnet, wenn ich ehrlich bin. Na dann! Groß, dick und sabbernd. Ist er das? Sieht aus wie ein Maulwurf ein bisschen. So, nu? Nu gibt's aufs Maul, was? Wir kriegen auch von hinten aufs Maul, wollte ich nur mal so erwähnt haben. Oh ja, kommt er dazu? Ja. So. Das war jetzt aber auch nicht so schwer, ehrlich gesagt. Nee, ich habe aber auch gedacht, wir haben das jetzt mit dem Obermufti-Dämon schon zu tun. Ich habe nicht gedacht. Nicht. Ich habe nicht gedacht, dass wir uns hier sind jetzt noch irgendwie Gegner. Nee. Eine Vision von verzerrten dämonischen Türmen und riesigen widerlichen Herzen, die in ihrem Inneren schlagen. Okay. Ich weiß von ihnen. Das sind die Sündenherzen. Oh, dann ist meins nicht da. Asmodan muss sie aus dem bei meinem bin ich mir da nicht so sicher. Um seine Legionen zu stärken. Sie werden nicht mehr lange schlagen. Sie ist da auch etwas... direkt. Wie soll ich das ja, ein bisschen, ja, bisschen ja, direkt. Ja, ja. So, also Feingefühl ist hier gänzlich fremd. Ja. Ah, Video. Das Dämonentor ist zerschmettert und die Armeen der Höllen erwarten uns, gestärkt durch widerwärtige Sündenherzen. Ich werde sie alle töten, bis nur noch der Herr der Sünde übrig ist. Und dann werde ich auch ihnen töten. Ja, war mal wieder auch sehr direkt. Ja. Also mein Char weiß schon, was er will. Das weiß meine Dame auch hier. Ihr habt eins meiner Spielzeuge getötet. Jupp. Wann? Gerade eben. Ach ja, war unser Spielzeug. Ey, warum sammelt ihr das blaue Teil hier nicht ein? Was soll denn der Scheiß? Verweigert er gerade seinen Job? Ja, ich glaube auch. Ich weiß nicht, also das ist hier... den Untertarif? Ich weiß auch nicht. Ui... Oder muss ich den irgendwie auslösen oder so? Ich kann dir das nicht sagen. Ich jetzt auch nicht. Fragen, Freunde. Also ich glaube, dann haben wir ja ein paar mehr Kämpfe hier, ha? Also erstmal müssen wir irgendwie diese eine komische Troller da. Sieht so aus. Die sagt mir jetzt so direkt gar nichts. Ist das schlimm? Nö. Das ist nicht die komische Hexe, mit der wir das am Anfang mal zu tun hatten, ne? Oder? Nee, die haben wir doch schon umgelegt, oder? Ja, nicht? Ich glaube nämlich auch. Deswegen, ich weiß gar nicht, wer das ist. Was machst du denn hier so lange? Ach so. Ach so, nee, ich... Da war ich ein bisschen nah dran. Lässt sich aber glücklicherweise immer ein bisschen Zeit zum Zerplatzen. Ja, zum Glück. Das ist aber auch ein bisschen größer hier. Mhm. Nein. Einfach nein, sagte. Hat sie auch ein bisschen recht.
Wieso? Ja, weiß ich, hier zu den, sagt sie bestimmt zu den Bösen hier. Nein, aus. Nein, sie hat mein Bild verweigert. Das wiederum kann ich nicht gut heißen. Autsch. Oh. Hier ist aber ganz schön was los auf mal. Ein bisschen. Alter, Güldner, der sich selbst aufteilt hier. Kann ich ja nicht gut leisten. Wenn ja nicht einer davon reichen würde, ne? Ohne weiße Waffe. Aber macht ein bisschen mehr Schaden. Aha. Dafür geht die Zähigkeit dann zurück. Naja, so ein bisschen mehr Schaden ist ja auch nicht alles, ne? Nein, manchmal nicht. Wobei, da ich ja feststelle, dass die Gegner in erster Linie hartnäckiger werden, statt dass sie mehr austeilen, wäre natürlich dann wieder mehr Schaden gar nicht so uninteressant. Das stimmt natürlich. Aber ich glaube, das hat noch Zeit. Vielleicht finde ich noch was viel Besseres. Kann natürlich sein. Was schmunzelst du? Ja, der gackert hier so deinen. Der freut sich. Ja, der soll blaue Sachen einsammeln und nicht gackern. Der hat hier seinen Spaß. Ach, die beiden spielen miteinander. Das erklärt einiges. So, pass auf. Bombe. Ja, ja. Das sind so die ganzen kleinen, also da sind die, also ja. Ich glaube, das sieht schon noch ein bisschen anders Spiel. Ja. Also auf jeden Fall können sie jetzt mehr kassieren. Das ist mal so sicher wie das arme natürlich. Ja. Also man muss aber fairerweise muss ja auch sagen, also gerade so, wenn wir jetzt so totale Anfänger wären, ja, ja, und du würdest gleich hier schon so fiese immer auf die Mütze kriegen, würdest du ja auch keinen Spaß mehr machen. Also ja, das stimmt sich, allerdings. An sich ist das schon ganz gut ausgewogen so. Eine Lernkurve sollte auf jeden Fall in so einem Spiel ja da sein. Oh, das klingt aber ratzfatz. Das ist nicht möglich. Nein, ist es nicht. Macht einfach. Was ist das? Ist das eine Truhe? Das da hinten ist eine Truhe, ja. Cool. Die sah gut aus. Jetzt sieht es, wenn sie auf ist, sieht sie nicht mehr so gut aus. Da schon wieder ein blaues Teil, das er einfach liegen lässt. Das ist vielleicht nicht gut genug. Ja, kann natürlich sein. Oder immer, wenn du nicht hinguckst. Oh. Müssen wir da andere, okay. Mhm. Meiner hat da Gold liegen lassen. Was? Das gibt ja wohl gar nicht. Tja. Kommen wir da denn hin? Die Dinger sind heute faul. Ich merke das auch schon. Das ist kein guter Tag. Wo ist denn der? Ach so, das ist dieser komischen da, der da immer reinbläst. Das ist aber wieder so ein... Oh, ist das ein Ende. Und dann hier unten ist das noch so heiß. Da fackeln die nicht lang. Nee, das ist, da brauche ich eigentlich gar nicht mehr zurücklaufen. Ich sollte mir das mal abgewöhnen, zurückzulaufen. Bis ich da bin, ist gar nichts mehr da. Die platzen hier aber weg, du. Ja, das ist der Plan.
Also ich habe ja jetzt zwischen den Folgen, mal so für die Zuschauer, habe ich ganz viel Stärke und auch ein bisschen Dornschaden ja ergänzt. Ja. Und ich finde, man merkt das schon, wenn ich jetzt so durchlaufe, Gefühl, also ich muss da sowieso immer mitten rein. Ja. Habe ich so das Gefühl, dass der schon ein bisschen mehr wegplättet jetzt auch als vorher. Ein Umhang, ein legendärer. Ui, muss ja gleich mal gucken, was? Muss ja gleich mal gucken. Das ist natürlich nice. Für einen Dämonenjäger allerdings. Das ist dann ärgerlich. Das ist nicht möglich. Das ist nicht möglich. Wenn ihr einem Geschoss ausweicht oder vom Getreuer schießt ihr automatisch eine Zielsuchrakete auf den Angreifer. Naja. Trotzdem nett. Auch wenn man es nicht brauchen kann. Wer weiß. Wenn ich dann irgendwann mal einen Dämonenjäger spiele. Einen von deinen ganz vielen Charakteren aus der Liga. Ja, ja. Aber legendäres Item gefunden. Ja, immerhin. Ja, muss man auch mal so sagen. Hat bestimmt ein Golem fallen lassen. Ich glaube auch. Das war eigentlich für mich. Der sammelt immer für heimlich für mich. Ich hab hast ihm irgendwas versprochen? Reines Fressen. Ich habe gesagt, bei mir kriegst du das gute Whiskas. Super. Du musst doch nicht meinen Geiz ausnutzen. Nachher wollen die Skeletter auch nicht mehr so, wie ich will. Die wollen ja meistens Sumpfschwund nicht mehr. Ja, ich kann das ja nochmal probieren oder so. Wobei ich nicht wüsste, mit Essen werde ich die, so wie die aussehen, werde ich die mit Essen nicht... wer bist du denn? Wobei es könnte natürlich auch sein, dass das eigentlich gar keine Skelette sind, dass das wirklich an dem Fressen liegt, dass du den gibst. Oh. Ah, der hat aber noch viel zu erzählen. Er ist auf jeden Fall sehr mitteilungsbedürftig. So, ich glaube, er hat so ein bisschen Bammel. Das machen die immer, wenn die langsam Schiss kriegen. Dann sind sie mal besonders mitteilungsbedürftig. Ja, ne? Oder? Das ist eigentlich in jedem Spiel ist das so. Wenn sie langsam merken, das wird eng. Da kommen zwei, die sich auskennen. Oh. Wer seid ihr denn, bitteschön? Ist das Dämonenportal? Turm der Verdammten. Wollten wir da hin? Ja, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Wir werden es sehen. Durchqueren. Okay. Findet das Sünderherz im... Im Herz der Verdammten. Also das wird schon richtig sein. Ist ja alles irgendwie verdammt und so. Oh, was ist da? Das ist ja witzig. Die armen Dinger leben ein Leben endloser Qualen. Tun sie das? Ach, ist das eine Spinne? Dann wissen wir ja jetzt schon, was der Endboss ist, ne? Oh. Weil wir beide Spinnen ja so mögen. Ja. Obwohl, Angst habe ich jetzt vor denen nicht, ne? Ich ekel mich auch nicht vor denen, aber es ist nichts Tolles. Zwei Dinge, die man nicht haben muss. Guck mal, hier. Guck mal da, hier. Oh, was ist hier los? Das sieht sich auch mal suizidgefährdet in den Dschihad schicken müssen, ne? Ja, das finde ich nicht gut. Mein Zorn reicht dafür nicht aus. Oh, da liegt ein unerschrockener Eisen liegen da. Aha. Die muss ich doch jetzt mitgenommen haben.
Also es werden auch mehr Gegner, ne? Oder kommt mir das nicht so vor? Nein, nein, das sind offensichtlich mehr Gegner. Also diese Gegnerdichte hier in dem Spiel, die ist schon deutlich mehr. Ja, wir haben uns die ganze Zeit beschwert, dass es zu leicht ist. Ja, das stimmt. Es ist ja, ich habe ja auch nicht gesagt, dass es schwerer geworden ist. Nein, es sind mehr Gegner, nicht schwerere Gegner. Meine Töchter kennengelernt, wie ich haben wir? Nö, also ich weiß nicht, die waren jetzt schnell wieder weg, die Mädels. Eure Anwesenheit. Was ist mit unserer Anwesenheit? Hä? Weiß nicht, ich glaube, die mag uns. Meinst du? Ja. Hat uns zum Fressen gern, wahrscheinlich. Weiß ich nicht, ob ich das gut finden will. Was ist das denn da? Ist das das Herz? Oder ist das ein Herz? Nee, wie geht's da? Ach nee, das geht da unten, geht's weiter. Ja, ja. Ich dachte gerade, das war so, sah so aus, als wenn es da irgendwie... Aber wo geht's denn hier runter? Gute Frage. Hier nicht. Also wir müssen ja irgendwie hier... irgendwie. Ach, was... da ist doch ein Gang, oder nicht? Warte mal eben. Ja, ich hab da nur nicht... war irgendwie zu doof dafür. Ach, da hinten geht's weiter. Das hatte ich eben nicht gesehen. Eben. Das war aber auch nicht nett. Nein. So. Und dann da lang. Schlalom. Schlalom mit SC. Schlalom. Die werden ja von hinten angegriffen, aber das ist ja alles echt entspannt. Hallo, dann wäre gut. Ich habe schon mal einen Weg frei gemacht. Ja, wir machen den Weg frei. Schrei doch nicht so. Ja, ich weiß nicht. Den Ohren weh. Ja, also ich weiß, bloß mal wieder runterfallen, von da kommen sie doch auch. Ich weiß gar nicht, wie das kommt. Irgendeiner hat mir da ein bisschen Schaden gemacht. Was? Ja, ich finde dich nicht in Ordnung. Oh, schon wieder nein, so ein das Item. Ist doch nicht. Was für ein Item? Ein legendäres. Nee, Alter, du bist halt das Glücksschwein, was? Ich weiß ihn noch nicht. Mal gucken, für welchen Charaktertypus das diesmal ist. Gut, da muss ich ja sagen, habe ich bisher Glück gehabt. Ich habe heute zwei gefunden und die waren beide für mich. So, was habe ich denn? Der würde jetzt hier tatsächlich gehen. Was habe ich denn hier Schönes? Also 283 Stärke ist ja schon mal gut. 4% Leben erhöht den Schaden von Schildstoß um 11%. Das finde ich ja auch gut. Erhöht den Radius in dem Gold- und Heilkugeln. Ja gut, das finde ich immer nicht ganz so wichtig. Es besteht eine Chance von 19%, dass ihr einen untoten Gegner 2 Sekunden lang betört. Also kuscheln. Wenn ihr von ihm getroffen werdet. Kuscheln. Ja, gut. Mei, da sind doch so Knochen eingearbeitet. Also eigentlich wäre das eher was für dich. So, ich kann den ja mal aufsetzen. Nee, das wollte ich gar nicht. Ich habe natürlich meine Juwelen jetzt nicht dabei. Jetzt habe ich keine Juwelen dabei. Es sieht doch irgendwie, ich sehe damit auch ein bisschen bekloppt aus, glaube ich. Ja. Also der andere war ein bisschen schicker. Ist doch wie so eine Dauerwellenhaube oder irgendwie. Aber bitte nicht jetzt, ich habe noch die Lockenwickler drin. Tja, tuff, tuff. So. Geht's hier wirklich immer weiter runter? Ja. Ja. Ich habe hier schon mal ein bisschen aufgeräumt. Oh, hoho, das Herz der Verdammten. Ja, das ist doch unser Ziel, oder nicht? Ja, ich würde mal sagen, das kann gar nicht mehr so lange dauern. Schmerz und das Leid, das ihr aushalten müsst. Ja, das stimmt. Also das hat sie gut durchschaut hier. Die brennenden Füße vom ganzen Gelaufe.
Ganz Sand in den Schuhen da, in der Wüste. Jetzt hier eiskalt die Gegend. Und da muss man noch so einen endlos langen Turm hier runterlaufen. Ja, ist eine Frechheit eigentlich. Ja. Ne? Und ich sag's nochmal, wir machen das alles hier umsonst. Wir haben nie irgendwie einen vernünftigen Vertrag gekriegt oder so. Ja, irgendwie haben wir da was mal wieder vergessen vor Aufnehmen. Ja, ich glaube auch. Hoppala. Ich bin noch nicht so ganz sicher, was diese lilafarbenen Kreise zu bedeuten haben. Auf jeden Fall nichts Gutes, würde ich mal behaupten. Weil ich bin dann immer irgendwie wie festgetackert, wenn die kommen. Ja, irgendwie ja. Und dann denke ich immer gleich, platzt was, aber es geht dann nicht. Also es ist so wie bei den Feuerdingern, da ist man auch mal einen Moment bewegungsunfähig. Aha. Aha. Das ist aber nicht nett. Nein, ich weiß nicht, bis jetzt war sie mir echt sympathisch irgendwie, aber halt langsam. So langsam ja, lässt das nach, ne? Ja. Hallo, Spinne. Ich habe gewartet. Oh, die ist bisher auch ein bisschen hartnäckiger. Ja. Bisschen. Ein bisschen sehr sogar. Was? Ach ja, ja. Die haben wir noch nicht fertig gemacht. Das heißt, die kommt nochmal, ja? Sehe ich das vermutlich. Richtig? Ach, das Herz können wir auch vernichten. So. Sündenherz. Fest beendet. Jetzt nochmal wieder? Weiß ich nicht. Sie sagte uns aber, dafür werdet ihr büßen. Oder haben, jetzt wir das, oder haben wir das mit zwei Endbossen zu tun? Ich weiß es nicht. Irgendwie habe ich das Gefühl, Elvis. Festgefroren gerade irgendwie. So den Eindruck machte das, glaube ich. Ist auch nicht nett. Nee. So, ah, das ist zu Ende. Dum-di-dum-di-dum. Was haben meine Skelette? Ach, ich habe noch ein paar Gegner gefunden. Findet den Turm der Verfluchten. Das wird ja hier irgendwie sein. Das ist Ebene 2. Kann ja nicht mehr lange dauern, bis wir ihr gegenüber stehen. Wahrscheinlich nicht. Hallo, ist da wer? Aber das spielt sich immer noch super angenehm. Also das muss ich sagen. Ich kann schon verstehen, warum das viele so lange Jahre so gerne auch gespielt haben. Ja, absolut. Das ist einfach so total entspannt irgendwie, weißt du? Ja, finde ich auch. Es passiert immer was, es ist hübsch. Und das ist auch nicht zu groß. Also das kann man jetzt auch noch bis jetzt noch nicht sagen. Definiere nicht zu groß. Also da ist jetzt nicht so, dass du, dass es immer ewig dauert, bis du irgendwie weiterkommst. Ach so, okay, sag das mal, stimmt. Das, ja. So, es ist angemessen, ne? Nicht zu klein, so dass man sagen würde, so bis du kommst einen Akt weiter, aber eben auch nicht zu groß, dass man sagen würde, oh, ist dann dieser Akt nie vorbei. Ja.
Ach hier, Arsch mit Ohren hier. Achso, okay, ja, dann braucht er Zorn. Da muss ich einfach auch mal Rücksicht drauf nehmen. Gott, bist du rücksichtsvoll. Ja, er ist manchmal einfach auch zu ausgeglichen. Ey, du, ey, lass uns mal darüber reden. Ja? So ganz in Ruhe, bei Hagebuttentee und Hirsekeks. Also seit er morgens Yoga macht, ist er ausgeglichen und so. Da fehlt einfach ein bisschen Zorn. Ja, das kann ich von meiner Dame nicht behaupten. Das ist gar nicht so weit. Die ist nur am Meckern. Ja, nimm dir mal, soll man mal ein Beispiel an meinem daneben. Der ist eigentlich immer genugsam. Plus Zorn ist er manchmal nicht zornig genug. Hier sind wir irgendwie falsch. Hier ist dann irgendwie Ende im Gelände. Mal gucken. Ah, da unten ging es noch irgendwie weiter. Gab mehrere Richtungen, wenn ich das richtig gesehen habe. Da oben ist wahrscheinlich gar nichts mehr. Sieht zumindest nicht so aus. Da würde ich mal sagen, ist Ende. Oder? Ja, hier ist so ziemlich Ende. Bis auf die hässlichen Würmer. Oh, drei! Aller guten Dinge. Dann geht's hier drüben doch weiter. Bestimmt. Ja, oh, 48 getötet, kann man haben. Ja, 34 habe ich nur geschafft. Hey, was soll denn das? Dämonische Schlange. Da fallen ja die Köpfe ab. Oh. Ausgespuckt da, diese das ist Sprungfeder in den Kisten drin. Da ist ein Dunkler dabei, ne? Der wird blauer. Ich muss da mal eben weg. Oh, jetzt muss ich auch weg. Also warum sollte man jetzt was aufsammeln wollen, das grässliches Gewand heißt? Weil man eben halt gegen das System ist und anders sein möchte. Ja, und generell natürlich alles aufnimmt, aber was da liegt, nee. Aber... Alter, da bin ich aber eben richtig zurückgeworfen worden hier. Was ist das? Das war irgendwie nicht nett. Nee. Ich habe auch erst gedacht, die hätten dich da irgendwie in dieser komischen Kugel eingesperrt. Nein, nein. Oder hatte ich den betört? Das ist aus Versehen. Warum sollte ich auch unten... Ach ja. Und sollte was? Warum sollte ich jetzt irgendwas tun? Frierst du die da immer ein? Ja, das kann gut sein, dass ich das bin. Seit wann frierst du den Gegner ein? Schon eine ganze Weile. Echt? Das ist mir noch nie so aufgefallen. Also in der heutigen Session schon die ganze Zeit. Echt? Das ist mir gar nicht aufgefallen.
Ja, ich habe jetzt mal so relativ komplett auf Eis umgestellt. Ach, deswegen, ja, deswegen vielleicht. Ja, das kann sein, okay. Stimmt, du hast halt diese eine Waffe, aber das ist so, ja. In diesem ganzen Getümmel passiert ja so viel. Und dann zack, sind sie auch tot, die Gegner normalerweise. Das kriegt man ja gar nicht großartig mit, aber das ist mir jetzt zweimal direkt hintereinander aufgefallen, dass du da die Gegner einfrierst. Mit deiner kühlen Art. Ja, frostgeschockt oder schockgefrostet oder wie auch immer. Irgendwas mit Frost. Was ich ganz praktisch finde, wenn du sie einfrierst. Hilft dir weiter, oder? Ja, irgendwie schon, ja. Wer eingefroren ist, kann es schlecht zurückschlagen. Ja, dein Gerede sind Schmerzen. Ja. Ja, das ist schon. Also haben wir die Treffen gleich auf sich. Das war schon ziemlich direkt. Ja. Ich würde mal fast sagen, hier, Turm der Verfluchten, Ebene 1. Ja, Ebene 1 klingt aber so nach mehreren Ebenen. Ja, aber Ebene, mal, waren wir nicht eben gerade Ebene 2? Ach ne, findet den Turm der Verfluchten. Ja, okay. Findet das Sünderherz im Herz der Verfluchten. Du, und weißt du, da unten ist ja gerade wieder ein Wegpunkt. Ja. Und das ist gerade eine super Gelegenheit. Ja, denke ich auch. Weil ich habe so eine Angst vor der Troller. Ja. Dass ich erstmal ein bisschen Mut fassen muss. Kann ich verstehen. Kann ich absolut verstehen. Geht mir genauso. Also aus diesem Grunde würde ich sagen, das machen wir in der nächsten Folge. Liebe Zuschauer, ich hoffe, ihr habt Verständnis. Aber schwitzige Hände. Angst, blutunterlaufene Augen, Schlaflosigkeit. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.